Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, wir sind auf der Jagd und ja, die Augten hat es mir doch jetzt schwer angetan. Die müssen wir noch wegkriegen. Ich gehe jetzt mal hier auf Zeitbeschleunigung. Wir werden jetzt parallel mit den Schiffen hier mitfahren. Beziehungsweise vielleicht, ja doch, die Zeit ganz gut. Wir schauen jetzt mal Funktelegramme. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen sollte, Funktelegramme zu versenken. Sichtkontakt, Kriegsschiff entdeckt. Nee, ich mache das nicht. Nicht, dass mir das Spiel quasi das jetzt hier aufklärt. Und die Kontakte gemeldet werden. Die haben uns wieder einen anderen Kurs eingelegt, glaube ich. Ja. Sind wieder auf den ursprünglichen Kurs zurück. Wir nehmen mal die Bahn. Sind auf 64 wieder zurück. Ja. Definitiv. Da schauen wir, dass wir am Abend rankommen. Ich gehe mal auf... Ja doch, die Fahrt passt eigentlich ganz gut derzeit. Dass wir abends wieder hinkommen. Gehe mit der Geschwindigkeit mal ein bisschen runter. Ja, der Konvoi fährt jetzt in eine andere Richtung. Ich schaue mir das mal eben an. Wir sehen ja die Rauchschwaden, dementsprechend ist es jetzt hier kein Cheaten, das hier so einzutragen. Wir haben jetzt mittlerweile einen Kurs von 61. Okay, 62. Dann hatten wir... wir haben drei Linien. Die zeichnen wir uns noch ein. Jetzt ist die Frage, wo die auch wirklich liegen. Gehen wir mal auf 12. Fahren wir jetzt mal parallel hier mit. Gehen wir mal auf langsame Fahrt. Wie gesagt, ich möchte jetzt bei Nacht angreifen. Dass wir es nicht so gut sehen. Der Konvoi fährt, nee, der fährt tatsächlich 62 Grad mittlerweile. Geschwindigkeit war auf, muss ich jetzt mal wieder spicken, in meinen 8 Knoten. So, jetzt ist meine Zeichnung wenigstens besser geworden. 8 Knoten. Das hier unten müsste die unterste Bahn sein. Wie sieht es jetzt aus mit... Es wird langsam dunkel. ...17 Uhr, ja, wir werden noch ein bisschen mit 10 Knoten... sind wir leicht schneller als der Konvoi. Gehen wir mal auf kleine Fahrt, lass uns ein bisschen rankommen. Dass wir den Kurs besser bestimmen können. Ja, so kommen sie ran. Ich muss die Linie wieder verlängern hier. Was für eine Jagd. Wahnsinn, ein Konvoi. Wie viele Folgen auf YouTube? Irre, ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Wie sieht's? Ja, es wird langsam dunkel. Ah, geil. Hinterm Horizont. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir gehen jetzt kurz auf einmal rundhorchen. Um nochmal die Position im Konvoi zu bestimmen. Oh, die sind noch viel zu weit weg. Der Pichler soll sich jetzt mal um die Torpedos kümmern.
So, hat er jetzt eine Befehlskette bekommen? 3 von 3, ja. Macht er. Wechseln auf Dieselmotor. Zu Befehl. Wir haben jetzt mehr Sicht. Ach Mensch, der Ostermann war überhaupt nicht. Moment, war der Ostermann jetzt überhaupt nicht am Hydrofon? Wechseln auf E-Motor. 40. Schiffsschrauben, Herr Galoy. Wieso hört er so schlecht? Ist das kaputt? Wisst ihr was? Ich glaube, unser Hydrofon ist kaputt. Der ist doch jetzt hier am Hydrofon, ja? Das Hydrofon ist kaputt. Würde ich jetzt vermuten. Tanks anblasen. Wechseln auf Dieselmotor. Gut, wir gehen jetzt auf Periskoptiefe. Gehen ein bisschen näher ran hier an den Konvoi. Ah, der Jan macht mir Mut. Vielen Dank, Jan. Gut. Habe ich einen passenden Einspieler für die Situation jetzt? Ich schau mal gerade. Nee, außer der Klassiker. Das Geistige kommt hier zu kurz. Kapitän? Wie weit kann man denn sehen? Maschinenstopp. Schauen wir mal ganz kurz die Distanz bis hier vor 1,5 Kilometer. Schauen wir mal, wo die auftauchen. Sollten eine kleine Fahrt zurück machen. Sind die Torpedos... Herr Kaloy? Das finde ich ein bisschen schade, dass ich die Torpedos nicht anderweitig überprüfen kann, als da reinzuschauen. Wahrscheinlich geht's, ich weiß nur nicht wie. Und hier weiß ich auch mal nicht, muss ich links hier Instandhaltung durchführen, damit ist Torpedo vorwärmen gemeint. Ist es ein Linksklick oder ein Rechtsklick? Das weiß ich immer nicht. Bichler. Bestätigt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ich verstehe, ich kann hier zur Befehlskette hinzufügen, aber das... Herr Kaloy? Es funktioniert irgendwie nicht so recht. Mach hier irgendwas falsch. Oder kommt er jetzt? Jetzt kommt er. Nee. Ich muss bei ihm die Priorität hochsetzen. Wie mache ich das? Instandhaltung durchführen. Torpedo. Zu Befehl. Schauen wir mal, ob er es jetzt auch macht. Man wärmt da einen vor. Muss ich mich nochmal einlesen. Man kann Befehle auch aneinander ketten. Jetzt ist er fertig mit dem einen Torpedo. Versuchen wir es nochmal. Also. Den. Dann. Nee, dann nimmt er sie wieder weg. Muss ich nochmal einlesen? Ist mir noch nicht ganz klar. So. Jetzt wird es aber hier Zeit. Sicht ist noch so, ist nicht ganz dunkel. Stopp. Was haben wir jetzt für eine Entfernung? Jetzt sind wir mit der Zeit weg. Das kommt davon mit der Zeitbeschleunigung.
Muss man echt aufpassen. So. Auf Gefechtsstationen. Wir schauen jetzt nochmal kurz rein auf das erste Schiff, was kommt. Müsste ein Frachter sein. Das ist nicht den, den wir brauchen. Ich werde jetzt befehlen, dass wir die Periskope unten lassen. Wir gehen auf Rotlicht. Aus dem Dienst entlassen. Periskop ist eingefahren. Was sagt unser Horcher? Ist der auf der Hochbahn? Hydrophon, ja. Wir gehen auf Maschinenstopp. Das ist ein zweiter Frachter, dessen Position Namen wir noch nicht kannten, aber der ist uns jetzt wurscht, den lassen wir jetzt einfach vorbeilaufen. Das hier hinten müsste dementsprechend, das hier hinten müsste eigentlich die Oakton sein. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Kurs 62, wir gehen im 90-Grad-Winkel daran. Kleine Fahrt zurück und Entfernung derzeit 860. Passt doch wunderbar. Wir gehen auf einen Kilometer. Messen wir es nochmal ab. Sehe ich es nicht vor lauter Schmierereien. 1,1 Kilometer. Ja, da sind wir schon. Alle Maschinen stopp. So. Die Oakton. Habe ich jetzt vergessen, was es für ein Schiff genau war. Auf die Entfernung dürfte das keine... Also, wir fahren noch ein kleines Stück zurück. Wir werden noch ein kleines Stück zurückfahren. Und die Oakton war auf alle Fälle ein Frachter. Auf die Entfernung wird es keine große Rolle spielen, welcher Frachtertyp es jetzt tatsächlich war. Ich überprüfe jetzt mal. So, wir gehen jetzt mal hier auf... Alle Maschinen stopp. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ja, ich weiß. Lass uns nochmal nachprüfen, ob hier vorne alles gut ist. Nee, ist es nicht. Ich drücke hier immer falsch anscheinend. Ich würde gerne die Befehle ineinander ketten. Den G1er. Also den soll er machen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Herr Kaloy. Und dann hat er einen Durchführen 3 von 3. Schauen wir, was er macht. Da ist er unterwegs. Kriege ich ja wohl hoffentlich nochmal in den Griff, dass er hier, dass ich hier alle drei ineinander hängen kann. Ich probiere es nochmal. Den Einser macht er jetzt, den Dreier möchte ich noch dranhängen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Hört er jetzt auf mit dem Einser oder wie? Ja, tatsächlich. Aber er soll nicht aufhören damit, sondern er soll... Sehr wohl, Herr Kaloy. Nee, klappt nicht. Ich setze ihn jetzt in der Mannschaft auf Dienstplan, dass er sich jetzt hier drum zu kümmern hat. Pichler... Auf die 9. Dann wird es ja wohl hoffentlich klappen. Problem ist, wenn man nur 4 Offiziere mitnehmen kann derzeit, müssen... Muss vor allem der Pichler eine Doppelrolle übernehmen als Torpedo-Beauftragter. So. Werden sie mich jetzt entdecken oder nicht? Ich glaube, ich lasse noch ein bisschen näher rankommen.
Ja, alle Torpedos vorgeheizt. Der LI ist an den Maschinen. Die Mannschaft soll gefälligst aufhören, die Putzarbeiten einstellen. Ich glaube, hier kann ich auch von Backbord und Steuerbordwache auf eine Wache gehen. Das heißt, der Fuchs an 1WO hat jetzt die Befehlsgewalt. Ich bin am Periskop. Gehe aber ins Angriffsperiskop. So, Feindlage muss irgendwo hier drüben sein. Auf 300 Grad. Kann das sein? 300 Grad von hier aus? Messen wir mal nach. Ja, ist korrekt. Was haben wir denn hier für ein Schiff? Der drei Masten, ja, drei Masten. Das ist ein Empire Explorer. Ja, Empire Explorer bestätigen. Geschwindigkeit, messen wir mal mit, müssten um die 8 Knoten sein. Das überprüfen wir, den Kurs haben wir ja schon. Müsste momentan auf 64 liegen. Das heißt, wir können den Kurs direkt eingeben, dann müssen wir nicht mit Lager arbeiten. Und stopp. Bestätigen. 8 Knoten passt. Kurs hatten wir schon, liegt auf 62. Kurs 62. Na komm schon. 6, 2. Ach, ich hab. 6, 2. Entfernung können wir noch mal kurz ermitteln. Spielt aber keine allzu große Rolle. Bestätigen. Entfernung 1700 kann das sein. Ich will es nochmal nachprüfen. Ja, fast. So, wir senken das Periskop jetzt nochmal ab. Ja, er bleibt drauf gelockt, das ist gut. Mal schnell überprüfen, ob es wirklich das richtige Schiff ist. Ne, ist nicht mehr gelockt, oder? Doch. Da, die Oakton. Wir können es sehen. Wir werden Rohr 1 tatsächlich jetzt mit 4 Torpedos draufgehen. Rohr 2 bewässern. Rohr 1 bewässert. Rohr 3. Aufschlagzünder, Magnetzünder. Lass uns mal einen Magnetzünder laufen. Die Empire Explorer hat eine Tiefe von 8,9 Metern. Wir gehen also bei dem auf eine... Ah, nee. Kann ich jetzt hier... Rohr 4. Bewässern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Tiefe für einzelne Torpedos einstellen kann und vor allem wie. Ja, Aufschlagzünder wird schon passen. Wir freuen uns mal ein enges Netz. Weil wir werden großen Spielraum haben, nochmal einen Angriff zu fahren. Unser Boot ist eh beschädigt. Wir werden also bald einen Heimathafen. Und dieses Schiff ist extrem wichtig, wie uns der BDU mitgeteilt hat. Dementsprechend, denke ich, sind 4 Aale durchaus zu vertreten, dass wir den jetzt im ersten Gang versenken. Senken wir das Peri nochmal ein bisschen ab.
sonst da keiner deckt bis dahin. Und ich habe schon gesehen, ich muss mir jetzt mal durchlesen, Magnetzünder, ich müsste Magnetzünder ja einstellen, dass er möglichst unter dem Kiel explodiert. Das heißt, Tiefgang hab, das Schiff hat einen Tiefgang von 8,9 Meter, ich würde ihn mal auf 11 Meter einstellen oder 10,50 Meter. Ich weiß bloß nicht, wie die Einstellungen hier funktionieren, ob die jeweils einzeln dann... Ich traue es mich jetzt nicht, dafür ist mir das zu gefährlich. Ich schätze mal, wenn ich die, bevor ich die Bewässer hier einstelle, dann bewässert, dann übernimmt er die Einstellung für diesen Torpedo. Da ist das Kriegsschiff. Das ist aber nicht das Schlachtschiff, das ist nicht die Nelson. Entfernung muss ich natürlich jetzt runtersetzen. Die gehen wir jetzt mal auf 1000. Ich messe die nochmal nach, die Entfernung jetzt. Gleich kann man feuern. Ist die Entfernung 1200? Ja. Gut. Los! 1,50 Meter ist üblich unter dem Kiel bei Magnetzündern. Genau, ich habe mich jetzt bloß nicht getraut. Nicht, dass ich eine Einstellung falsch habe. Nehmen wir jetzt mal alle mit Aufschlagzündern, deswegen auch 4. Wir haben auch einen T1 dabei in der neuesten Version. So, und wir gehen jetzt auf Tiefe. 100 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gehen auf große Fahrt. Ich weiß nicht, ob die Torpedos gut laufen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden. Das schauen wir uns jetzt aber hier an. Sekunden. Na, wie kann ich denn jetzt hier auf die... 20 Sekunden. Doch, die treffen. 10 Sekunden bis Einschlag. Treffer. Schwere Schäden am Rumpf. Treffer. Jawohl. Ja, also mit 4 Torpedos. Schwere Schäden am Rumpf. Machen wir uns jetzt keine Sorgen. Wir gehen auf kleine Fahrt. Tiefe 70. Jawohl. Schauen wir uns mal aus, die einzelnen Kommentare. Pichler, der soll was anders machen. Pichler soll sich jetzt wieder um Schadenskontrolle. Der Pichler geht auf E-Motoren. Sehr gut. Noch einmal keinen feindlichen Zerstörer, doch jetzt drehen sie langsam ab. Das Schiff wird ja wohl absaufen, oder? Legen Sie den Kurs an. Und tatsächlich wäre vielleicht ganz gut, mein Admiralstab rät mir gerade mal zu speichern. Keine schlechte Idee. Nachdem wir uns das jetzt hier so hart erarbeitet haben. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, ist der jetzt abgesoffen oder nicht?
Alarm abgebrochen. Tja, ist der gesunken oder ist er nicht gesunken? Der Konvoi fährt munter weiter. Versenken Sie das Schiff. Es hat geklappt. Wunderbar. Ja, sehr gut. Jetzt gehen wir jetzt, schauen wir noch hier. So. Nur mal ganz kurz hier den Weg nachverfolgen. Also es begann irgendwo hier. Geringe Navigationsgenauigkeit. Ja, da kann der Beck mal an den Kartentisch. Wir können auch schon mal auf Periskoptiefe gehen. Gut, da haben wir das erste Mal angesetzt zum Identifizieren mit Picasso-Zeichnungen. Dann haben wir hier zum zweiten Mal angesetzt, sind hier massiv unter Feuer geraten. Und schließlich haben wir jetzt hier zum dritten Mal angesetzt. Tiefenmesser ist in Ordnung. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Gleitzug. Und ich frage mich jetzt tatsächlich, ob wir uns noch an die Nelson ranwagen sollten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich meine, den Kurs haben wir. Liverpool ist noch weit weg. Was haben wir denn hier für Tiefen eigentlich? Ja, noch ordentlich, genügend tief. Ich denke, dass wir auftauchen können. Tanks anblasen! Wechseln auf Dieselmotor. Und ich würde auch sagen, also sollten wir eigentlich angehen, das Problem. Gehen auf normale Beleuchtung, Alarm ist beendet, direkte Befehle beenden. Gut. Es ist dunkel, aber das wäre dann wieder eine Sache, wo ich sage, da müsste man natürlich dann bei Nacht mal ran. Besetzen Sie diese Station. Aber da können wir natürlich ran an die Geschichte. Gehen wir auf halbe Fahrt. Der Konvoi ist jetzt hier verschwunden. Ich lege mir den jetzt mal hier. Moment. Das sollte ich noch machen. Hör mal die Zeit auf. Also den Konvoi verloren haben wir ungefähr in dem Bereich. Wenn der Konvoi sich weiter mit 62 Grad fortbewegt. 62 haben wir hier, das heißt mit 8 Knoten. 8 Knoten bedeutet in einer Stunde 100, mal knappe 150 Kilometer. In 10 Stunden meine ich. In 10 Stunden 150. Wir sollten halt schauen, dass wir dranbleiben. Also in 10 Stunden, das heißt um 8 Uhr morgens sollten sie ungefähr in dem Bereich sein. Wäre natürlich gut, wenn wir da rankommen und zwar in der Nacht noch. Schauen wir uns das mal an. Von dem Punkt hier aus in 5 Stunden 150 sind wir bei 70, 75 grob. Das heißt, in 5 Stunden müssten sie an diesem Punkt sein. Wenn wir mit 13 Knoten fahren, haben wir in 13 Knoten in einer Stunde 24, in 5 Stunden also 125. Müssten wir eigentlich äußerste Kraft fahren. Wie viel Brennstoff haben wir noch? Ja, haben wir immer noch genügend. Na kommt, wir gehen jetzt zumindest schon mal auf die Jagd und ran. Aufgetaucht, ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das habe ich gesagt, in 5 Stunden haben wir so 2-3 Uhr nachts. Gehen wir mit äußerster Kraft voraus. Rohr 2 geladen. Erledigt. Erledigt. Schaden erledigt. Die Berichte wurden gesendet. Schaden repariert. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wenn wir dann gleich mal an den Punkt da oben rundhorchen. Also irgendwo erwischen. Lass mal den Ostermann so lange mal schon ins Bett gehen. Ist ein bisschen
fit wird und den Meier ebenfalls. Den guten Jan soll sich mal hinhauen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier nochmal Fühlung aufbauen können. Und hier im Admiralstab herrscht auch Rätselraten, was mit dem restlichen Geleitschutz passiert ist. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Wir werden jetzt einmal rundtauchen. Tauchen auf 50 Meter. Wechseln auf E-Motor. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ja, da sind wir. Vermutlich ein Geleitzug. Ach, ich mag das, wenn die Berechnung dann... Ich meine, es ist ja keine hohe Mathematik hier. Trotzdem finde ich es irgendwie befriedigend, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, das man hier auch haben möchte. Wann die Schiffe denn hier auch mit da sind. Das bedeutet, wir sollten versuchen... Komm, wir gehen jetzt mal hier in diesen Punkt. Ungefähr bis hierher zu fahren. Wir plotten jetzt noch den Kurs. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gut. Ah, der letzte Schlenker war nicht mehr so optimal. Komm, machen wir es nochmal. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dann legen wir uns dann noch auf die Lauer und dann war es das für die Folge. Und dann versuchen wir, die Nelson noch zu erwischen. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin, ich habe die Nelson gerade nicht gesehen. Was wir gesehen haben, waren Kreuzer, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir uns das nochmal an. Ha, ich muss den Hendrik noch umbenennen, sehe ich gerade. Hab den Namen falsch geschrieben, ohne C. Das ist nämlich hier mein Hauptmoderator, der immer da ist, seit 3,5 Jahren jetzt schon. Die kennt der Kreuzer, oder? Lord Ferrum. Ja. Wisst ihr was? Perfekter Zeitpunkt. Ah, da hinten ganz, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch sehen könnt in der Auflösung. Da ganz hinten kann ich sie schon decken. U96 geht auf die Jagd auf ein Schlachtschiff. Das wird interessant. Da machen wir nächste Folge weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschalten würdet. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Ciao, pfitzt euch. Servus.